Okay, dann machen wir weiter mit SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, es ist schön, dass wir von diesem Projekt Campuslinie mal endlich wieder etwas hören. Der unbedarfte Beobachter hätte fast schon erwarten können, dass es vergessen wurde irgendwo, dass es irgendwo schon im Archiv bei der Verwaltung gelandet ist. Aber es freut uns alle. Wir haben tatsächlich noch mal eine Vorlage zu dem Thema. Und es ist an sich ja ein tolles Projekt. Die Campuslinie ist zweifelsohne eines der zentralsten ÖPNV-Projekte, was wir in Dresden haben. Mit der Campuslinie würden die Dresdner Verkehrsbetriebe 1,4 Millionen neue Passagiere auch gewinnen. Wir würden ein ÖPNV-Projekt auch realisieren, was extrem wirtschaftlich ist. Wir würden Verstärkerfahrten im Unibereich, die dort in der Hauptverkehrszeit zum Teil alle 3 Minuten stattfinden, einsparen können. Wir würden insgesamt 9 Busse dadurch einsparen können und wir würden auch die Betriebskosten der Dresdner Verkehrsbetriebe damit auch deutlich reduzieren. Und, das will ich an der Stelle auch betonen, wir würden verdammt viele spannende neue Direktverbindungen auch endlich realisiert bekommen. Zum Beispiel aus Raik und Prolis direkt auf den Unicampus. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz großer Gewinn. Oder eben vom Hauptbahnhof direkt zur Staats- und Universitätsbibliothek. Auch das Verbindungen, die heute fehlen, die mit diesem Projekt und diesem Bauabschnitt über den Zellschen Weg und die Kaspar-David-Friedrich-Straße dann endlich auch Realität werden würden. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, wir haben von diesem Projekt eben ganz lange nichts gehört. Und der Stadtrat hat am 21. Januar 2016 dieses Projekt schon mal beschlossen, eine Vorplanung, das war damals sehr, sehr umstritten, da ging es um überbreite Fahrstreifen und mögliche Eingriffe in den Wall vor der Slup. Und man hat sich am Ende da mit Mehrheit hier auf eine Variante verständigt. Und seitdem sind 3066 Tage vergangen und wir haben jetzt eine Umplanung jetzt hier im Stadtrat wieder vorliegen. Da trägt natürlich nicht nur die Verwaltung hier in Dresden die Schuld dran, aber das sind schon Zeitläufe, wo man ins Grübeln kommt, weil man hört jetzt wiederum in der Berichterstattung auch zu dieser Vorlage, wenn alles gut läuft, fährt da vielleicht im Jahr 2032 eine Straßenbahn. Also das sind dann ja gerade mal 16 Jahre nach der Beschlussfassung über die Vorplanung. Und das sind Zeitläufe, wo ich glaube, wir genau, und Herr Lichti war offenbar noch viel länger im Stadtrat und sagt, dass auch schon 2010 Dinge beschlossen worden sind. Und ich glaube, da an diesem Beispiel merkt man es gut, woran auch der ÖPNV-Ausbau eben in Dresden auch krankt. Wir haben gute Beschlüsse, die kriegen sie aber eben am Ende nicht zeitnah auch umgesetzt. Dementsprechend war die Haltung der SPD-Fraktion zu dieser Vorlage auch immer klar. Zentral ist, dass wir mit diesem Projekt auch vorankommen. Sicherlich würde man im Detail auch das eine oder andere vielleicht anders machen als 2016. Aber wir als Stadtrat müssen an manchen Stellen auch dann das große Ganze auch im Blick behalten und wirklich auch schauen, dass wir Projekte auch umgesetzt bekommen. Wir können nicht immer jede Beschlussfassung dann alles wieder aufschnüren, Grundsatzdiskussionen dann führen, die wiederum dazu führen, dass die Verwaltung von vorne planen muss. Das funktioniert nicht. Wir haben jetzt im Bauausschuss eine vernünftige Variante gefunden, eine Kompromissvariante, die der Verwaltung erlaubt, erstmal weiterzuarbeiten. Das ist wichtig, aber ich glaube, wir sollten wirklich schauen, dass solche Projekte nicht weiter zerredet werden, nicht weiter zerquatscht werden, sondern einfach mal umgesetzt werden, denn sie sind wichtig für den Nahverkehr in unserer Stadt und sie sind auch wichtig für die Dresdnerinnen und Dresdner, die damit auch wirklich gute Alternativen auch zum Auto geboten bekommen. Vielen Dank. So, ich habe jetzt übersehen, dass die AfD noch einen Ersetzungsantrag angeht. Ich würde aber trotzdem erfragen, weil keine Redner gemeldet sind, Freie Wähler. Nein, FDP nein, und da würden wir mit Herrn Laczynski weitermachen, der kann gleich den Ersetzungsantrag hier einbringen. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, mit dieser Vorlage soll der Stadtrat heute eine Planung erneut beschließen, die er 2016 schon mal beschlossen hatte. Vor über 8 Jahren hat der Bauausschuss stundenlang diskutiert, Argumente abgewogen, Kompromisse getroffen und letztendlich eine Planung verabschiedet. Passiert ist seither nichts. 2023 entschied sich dann die Stadtverwaltung, jetzt nochmal von vorne zu beginnen und nochmal neu zu planen. Auch hier zeigt sich wieder die Freude am Planen, aber die Angst vorm Bauen, die dazu führt, dass es mit unserer Verkehrsentwicklung in Dresden nicht vorangeht. Nun, 8 Jahre nach Beschluss hat die Stadtverwaltung also entdeckt,
dass die geplanten ohnehin schon 2,50 Meter breiten Radwege zwischen Fürsterplatz und Ackermannstraße noch immer viel zu schmal sind und zwischen Teplitzer Straße und Wasserplatz die Radwege gänzlich fehlen und deswegen neu eingeordnet werden sollen. Die Konsequenzen dieser Änderungen sind fatal. Die neu eingeordneten Radwege führen dazu, dass sich die Straßenbahn und der Kfz-Verkehr eine Spur teilen müssen. Kommt es dann, wie auch schon heute, regelmäßig am Wasserplatz zu Stau, müssen sich die Straßenbahn hinten anstellen. Statt den ÖPNV zu beschleunigen, auf der neu gebauten Strecke bremsen wir ihn hier aus. Damit die Straßenbahn aus Richtung Zellischen Weg kommend nicht ganz so stark ausgebremst wird, ist deshalb beabsichtigt, die Schaltzeiten am Knotenpunkt anzupassen im Vergleich zur vorhergehenden Planung. Die Folge, die sich daraus ergibt, die Knotenqualität insgesamt verschlechtert sich massiv. Das wiederum versucht Herr Kühn wieder damit abzumildern, indem er ursprünglich vorschlug, die Löschwitzer Straße für den Kfz-Verkehr ganz zu sperren. Die Folge, die Anlieger des Quartiers im Bereich Wasserplatz und Altstrehlen müssen dann, wenn es auf der Heinrich-Zille-Straße mal zu Störungen kommt, durch die Seitenstraßen von Altstrehlen oder sogar bis zur Hugo-Bürgner-Straße fahren, um irgendwie auf das städtische Hauptstraßennetz zu kommen. Die Sperrung der Löschwitzer Straße für den Kfz-Verkehr ist zwar jetzt mit dem heute vorliegenden Beschlussvorschlag erstmal verschoben, wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit die logische Konsequenz der hier zu beschließenden Simulation sein. Wir haben hier also ausgehend von diesen 90 Meter richtlinienkonformen Radwegen zwischen Teplitzer Straße und Wasserplatz eine ganze Kausalkette von Problemen, deren Lösung dann immer wieder zu neuen Problemen führt, die dann wieder gelöst werden müssen, die wieder neue Probleme hervorrufen. Nimmt man den Anfang und das Ende dieser Kette zusammen, kann man sagen, dass diese 90 Meter Radweg dazu führen, dass ein ganzes Quartier nicht mehr ohne erhebliche Umwege auf das Hauptstraßennetz kommt oder aber zumindest erstmal eine nicht hinnehmbare Verschlechterung der Knotenqualitäten am Wasserplatz verursacht wird. Für uns sind diese Folgen nicht hinnehmbar. Die negativen Auswirkungen dieser Änderung werden sich weitaus stärker bemerkbar machen als die positiven. Insgesamt stellt die geänderte Planung eine Verschlechterung dar, wenn man hier die Belange aller Verkehrsarten und vor allem die Belange der direkt betroffenen Anlieger berücksichtigen möchte. Deshalb schlagen wir mit unserem Ersetzungsantrag vor, die Planungen von 2016, wenn wir sowieso schon mal neu planen, dann können wir auch gleich die ursprünglichen Planungen wieder nehmen, die Planungen von 2016, die damals von der Verwaltung vorgeschlagen wurden, zu bestätigen und diese als Grundlage für das nun zügig anzuschiebende Planfeststellungsverfahren zu verwenden. Denn diese Planungen waren einreichungsreif. Diese Planungen wurden damals nach dem gültigen Stand der Technik von den städtischen Ämtern erstellt. Die von der Verwaltung in den Ausschüssen kommunizierte, aber nicht belegbare Gefahr, dass die Fördermittel für den Bau einer Straßenbahnlinie verwehrt werden würden, weil Radwege nicht richtlinienkonform wären, teilen wir nicht. Denn die Förderung wird ja für den Bau der Straßenbahnlinie ausgereicht und nicht für den Bau von Radwegen. Wir haben in diesem Bereich nur einen begrenzten Straßenquerschnitt zur Verfügung und diesen gilt es im Sinne der Beschleunigung des ÖPNV und zum Nutzen aller Verkehrsteilnehmer zu nutzen. Das kann nicht gelingen, wenn sich ÖPNV und Kfz-Verkehr eine Spur teilen müssen. Am Blauen Wunder haben wir erst vor kurzem eine vergleichbare Erfahrung machen müssen. Vielleicht sollten wir versuchen, auch mal ein paar Lehren aus dieser Katastrophe zu ziehen, damit es nicht ganz umsonst war. Aus diesem Grund bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag und hoffe, dass sich die CDU anders als im Ausschuss auf ihre Mobilitätsversprechen für alle besinnt, welches sie ihren Wählern im Kommunalwahlkampf gegeben hat. Vielen Dank. Okay, machen wir weiter. Fraktion Bündnis 90 Grüne, Frau Krause, bitte. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Vater hat Ende der 60er Jahre in Dresden an der Technischen Hochschule sein Architekturstudium aufgenommen und damals fuhr dort noch der Obus auf dem Zellischen Weg. Schon damals war im Gespräch, wir könnten dort mal eine Straßenbahn bauen. Denn wenige Jahre später, 1975, wurde der Obusbetrieb eingestellt. Es fehlten dann Ersatzteile, die Obusse wurden nicht mehr hergestellt. Ähnliche Diskussionen haben wir jetzt auch wieder für die Straßenbahn. Das ist also ein stetiges Thema. Genauso stetig ist Stadtentwicklung. Stadtentwicklung ist eine immerwährende Generationenaufgabe. Und an diesem Projekt sieht man schön, dass es auch eine generationenübergreifende Aufgabe bleibt. Dass solche Planungsprozesse so unglaublich lange Zeiträume einnehmen, das ist, glaube ich, fraktionsübergreifend steht es in der Kritik. Wir sind uns da einig, dass das ungünstig ist. Denn es ist so, Beschlüsse, die ein Stadtrat fasst, erlebt vielleicht der übernächste, der überübernächste Stadtrat dann in der Realisierung. Das ist ein sehr großes Problem mit der demokratischen Legitimierung von solchen großen Projekten.
Jedenfalls stehen wir in Dresden nicht alleine da mit diesen Problemen, dass Planungen so unglaublich lange dauern. Und ich habe festgestellt in der Vergangenheit, da wird dann gerne auf die Ampel geschimpft. Und da möchte ich doch mal darauf hinweisen, dass die wesentlichen Regelungen auch nichts mit Umweltauflagen zu tun haben oder dergleichen, sondern dass es aus Zeiten unionsgeführter Regierungen stammt im Wesentlichen. Die Verkehrsministerien waren lange, lange Zeit mit einer kurzen Pause SPD in Unionshand. Jetzt haben wir die FDP. Das macht auch in puncto Finanzierung ein großes Problem und dazu komme ich dann später nochmal. Wir stehen jetzt jedenfalls an einem Punkt, wo wir eine Vorplanung nochmal auf dem Tisch haben, die 2016 im Januar beschlossen wurde. Die Grundlagen stammen von vor 2015, das ist also rund 10 Jahre her. Die Welt hat sich weiter gedreht. Es gibt nicht nur das Klimaabkommen von Paris, es gibt auch einen real eingetretenen Rückgang von Verkehrsbelegung auf dem Zellischen Weg, was den MIV angeht. Und vor allem hat es diverse Änderungen an Richtlinien und Gesetzen gegeben in der Vergangenheit. Die Stadtverwaltung hat also festgestellt, dass insbesondere die Kaspar-David-Friedrich-Straße in der jetzt 2016 vorgelegten Fassung nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Und das ist eben ein Unterschied zwischen Förderfähigkeit und Genehmigungsfähigkeit. Förderfähig ist der Teil Straßenbahn, das ist richtig, aber was die Genehmigungsfähigkeit angeht, müssen alle Verkehrsarten angemessen berücksichtigt werden. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass der Beschluss, den wir gemeinsam im Bauausschuss getroffen haben, dazu beitragen wird, dieses Problem zu heilen. Wir haben es jetzt noch mal ein bisschen aufgeschoben. Die Stadtverwaltung hat Zeit gewonnen, noch mal Untersuchungen anzustellen und ich denke schon, dass es dann am Ende eine Lösung geben kann. Meine Fraktion wird jedenfalls heute selbstverständlich den Meilenstein für dieses Generationenprojekt mittragen. Für mich persönlich bleibt bei diesem Projekt ein großes Hadern. Das Ziel, was wir haben, wir wollen Verkehrsleistung vom Autoverkehr auf den Umweltverbund umverteilen. Was machen wir dafür? Der Zellische Weg, die meisten von Ihnen werden ihn vor Augen haben, soll insgesamt noch 10 Meter breiter werden, als er heute schon ist. Das ist der Ausmaß von 3 Autospuren nebeneinander. Das können wir eigentlich logisch nicht vertreten, denn an sich wäre logisch, einen Teil des Platzes zumindest bei den Autos wegzunehmen. Was für uns auch ein großes Problem ist, alle Bäume, die jetzt am Zellischen Weg stehen, werden weg sein. Kein einziger dieser Bäume an dem ganzen Abschnitt wird stehen bleiben. Alle Fußwege werden schmaler sein, als sie heute sind. Die Querungszeiten werden sich für den Fußverkehr erheblich erhöhen. Ich denke an meine alte Tante, die am Nürnberger Ei wohnt und die dann einfach eine viel, viel längere Strecke, ich sage 3 Autospuren, länger zu überqueren hat, wenn sie zu ihrer Kaufhalle will. Trotzdem ist es heute vernünftig, im Lichte der Planungshistorie und auch in Bezug auf die finanziellen Zwänge, Förderbedingungen, da sind wir wieder bei der FDP im Bundeszusammenhang, zuzustimmen. Das ist vernünftig. Für eine sachliche, ökologische, wirtschaftliche und rationelle Verkehrsentwicklung ist das Projekt eigentlich falsch. Die Kosten, die entstehen werden für den Bau, für den Betrieb, für die Unterhaltung dieser großen Verkehrsflächen, wird eine große Hypothek für die Zukunft sein. Damit möchte ich an der Stelle erstmal enden. Okay. Dann wäre jetzt Veit Böhm, CDU-Fraktion, dran. Und dann würden wir in die zweite Runde starten und mit Tilo Wirtz beginnen. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hatte ich ja nie vor, an den 2 Tagen hier noch so viel zu reden, aber es gibt ja immer wieder Einladungen hier. Fangen wir mal bei den Grünen an. Wenn es denn weniger Verkehr wäre am Zellischen Weg und Umgebung, dann hätten wir das Problem jetzt auf der CDF-Straße nie. Dort ist die Verkehrsbelegung keine andere als wie vor 6, 7 Jahren. Und auch wir reden dort von 13.500, das habe ich immer noch im Kopf und das hat sich nie geändert. So, und jetzt kommen wir mal zur AfD. Die Analyse der Krankheit des Projektes ist ja richtig, zumindest was das Stück CDF-Straße betrifft. Das ist ja richtig. Nur die Medizin ist aus unserer Sicht nicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht die richtige. Ich glaube, dass wir am Ende zu einer Lösung kommen, die wird nicht sehr weit weg sein von der Lösung, wie sie mal geplant war, oder man wird in den Grunderwerb gehen. Denn eins ist klar,
Man kann nicht den ÖPNV und den MIV auf ein Gleis legen. Das wird nicht funktionieren. Das geht gegen alle unsere bisherigen Dinge, die wir getan haben. Wir haben überall versucht, den ÖPNV zu beschleunigen. Und da hatte der Kollege Laczynski völlig recht, um da mit einer Krankheit in eine andere zu heilen. Das wird nicht funktionieren. Also insoweit ist aber auch ein Problem, dass die Verwaltung gesagt hat, so wie es jetzt ist, wäre es nicht genehmigungsfähig. Und jetzt muss man natürlich der Verwaltung die Möglichkeit geben, das Stück CDF-Straße sich nochmal anzuschauen. Und wie gesagt, die Lösungen, die bislang auf dem Tisch liegen, mit dem Abkneifen, das ist nicht die Loschwitzer Straße, sondern der Lockwitzstraße, mit dem Abklemmen der Lockwitzstraße oder Wegfall des Linksabbiegers am Wasserplatz, das sind alles keine Lösungen, die wirklich funktionieren. Das muss man klar sagen. Wir müssen schauen, was da kommt. Deswegen werden wir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch dem, was die AfD vorgeschlagen hat, nicht zustimmen, sondern werden bei dem Ausschussbericht bleiben. Allerdings sage ich es hier ganz klar, das alles, was bislang auf dem Tisch liegt und geprüft wird, wird das Problem aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend lösen. Danke. Dann machen wir weiter mit Thilo Wirtz, bitte. Erstmal die Fraktionsrunde vorbeigehen lassen, einfach weil es ja im Prinzip im Bauausschuss jede Menge Änderungsanträge gegeben hat und wir haben uns da ein bisschen zurückgehalten, weil die verwunderte Neugier, was uns da nun bei einem bereits schon beschlossenen Straßenbauprojekt wieder vorgelegt wird, dem Entsetzen gewichen ist, dass es sich um die Anpassung einer Vorplanung von 2016 handelt, vor 8 Jahren. Und es ist ganz schwierig, wenn wir Planung beschließen, aber nicht bauen und dann sich Vorschriften ändern, sich Dinge ändern und dann nochmal ganz entscheidend in die Planung eingegriffen wird. Und jetzt hatte ich im Bauausschuss gesagt, macht nicht wieder eine Königsbrücker Straße dort draus. Das war eine Warnung, Herr Laczynski, und keine Anregung. Ja, also wenn wir jetzt anfangen, diese Variante, die ist nicht geprüft worden. Ja, wir haben jetzt im Prinzip ein Vorprüfergebnis und da wird man dann demütig und sagt, Leute, vorsichtig, wir kennen das von der Königsbrücker Straße, wer die Planung gesehen hat, vom Fritz-Förster-Platz bis runter zum Wasa-Platz. Das ist eine komplexe Verkehrsführung zwischen Straßenbahn, MIV, Fußgängern, Radfahrern, Querungen, Haltestellen. Und wer dort eingreift, der riskiert, dass an irgendeiner Stelle dann die Säge wieder klemmt und wir dann wieder in ein paar Jahren das zurückbringen. Also wird es nicht gehen, ihr müsst es nochmal beschließen. Und irgendwie müssen wir aber mal zu Potte kommen. In der Gründerzeit ist es mal gelungen, in 20 Jahren die gesamte Stadt mit einem dichten Straßenbahnnetz wesentlich dichter als heute zu belegen. Man fragt sich, wie die das gemacht haben. Man kann verzweifeln in diesem Gremium hier. Wir haben seit 2010, das hieß mal Stadtbahn 2020, das ist 4 Jahre her. Inzwischen hat man es lieber umbenannt, damit es nicht mehr so peinlich ist, weil man es schlecht 2032 nennen konnte, weil man wahrscheinlich Bedenken hat, na 2032 könnte ja auch noch kippen. Also nennen wir es lieber Campuslinie. Das bleibt ewig, solange es die TU gibt. Die gibt es hoffentlich noch bis 2050, 2100. Haben wir Zeit. Aber mit diesen Planungs- und Realisierungsfristen können wir uns in der Stadtentwicklung nicht anfreunden. Das funktioniert nicht. Mehrheiten ändern sich und da steht wieder alles in Frage. Und es ist auch unglaubwürdig in der Bevölkerung, wenn man im Prinzip da oben in einer vollkommen überlasteten ÖPNV-Situation in 25 Jahren nicht zu Potte kommt. Das ist einfach nicht zumutbar. Und wenn da auf Bundes- und Landesebene nicht irgendwann mal der Finger gezogen wird, dann weiß man nicht mehr weiter. Dann können wir den Laden zumachen. Dann können wir nicht mehr reagieren. Dann können wir auch im Prinzip gesellschaftliche Entwicklung, Stadtentwicklung nicht mehr machen. Und da wäre im Prinzip auch mal die Frage, wann der Herr Kühn mal irgendwie im Land vorstellig wird und mal auf den Tisch haut und sagt, wir brauchen eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse. Mehr fällt mir hierzu nicht ein. Vielen Dank. Okay, machen wir weiter mit Dr. Martin Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal, auf der Tribüne und draußen im Stream. Um es vorweg zu sagen, die eine Sache,
die Planungen, die jetzt vorliegen und die 2015-16 beschlossen wurden, sind unfassbar breit. Menschen können sich das nicht vorstellen, nur wenn man sich die Pläne anguckt, kriegt man ein Gefühl dafür. Aber wenn es fertig sein wird, werden viele Leute sagen, was wurde da gebaut? Frau Krause hat schon gesagt, also die das Straßenbord verschiebt sich um bis zu 10 Meter. Es sind an den Kreuzungen, ich habe gerade nochmal nachgezählt, 8 Auto- und Bahnspuren, separate Bahnspur und dann noch Autospuren, die über die Kreuzungen führen. Und zwischen den Kreuzungen wird es ein bisschen schmaler, aber auch an der Slup ist nicht viel Platz. Es ist also wirklich eine Planung aus einer längst vergangenen Zeit. Punkt 1. Punkt 1b ist allerdings, wir kriegen dort eine neue Straßenbahnlinie hin oder wir wollen dort eine neue hinbauen. Und das ist an sich schon in dieser Welt nicht einzigartig, aber es kommt nicht häufig vor. Und natürlich brauchen wir, wenn wir dann eine neue Straßenbahnlinie bauen, brauchen wir natürlich ein Planfeststellungsverfahren und das bedeutet Zeit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dem Vorschlag der AfD folgen würden, dann müssten wir natürlich ein neues Verfahren komplett anstoßen und das hieße, wir wären jetzt um 7, 8, 9 Jahre verzögert. Ich würde aber mal so weit mich aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das ist bei dem AfD-Vorschlag jetzt die Variante 4 aus 2015-16 zu ziehen, gar nicht darum geht, irgendwie eine Variante zu ziehen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass man die Straßenbahn nicht baut. Und die Argumentation, die auch Herr Böhm gesagt hat, oh, diese ganz vielen Autos und der Stau, die ist aber schon aus der Zeit gefallen. So, das heißt, wir brauchen keine andere, noch breitere Variante, wie die AfD sie fordert. Wir bräuchten vielleicht eine schmalere, aber wie gesagt, da wir dann wieder neu anfangen müssen, im Übrigen, Klammer auf, es gab mal eine wirklich schöne Variante, die vom ADFC auch bevorzugt wurde, die hätte wirklich eine Straßenbahn gemacht, nämlich eine Bahn, die auf der Straße fährt, aber die Schlacht ist 2015 verloren gegangen. Ich möchte den Rest meiner Redezeit dafür nutzen, an das zu erinnern und insbesondere diese Seite des Plenarsaals daran zu erinnern, was auf den Plakaten steht. Ja, Vernunft walten lassen. Vernunft statt Ideologie. Ja, nach pragmatischen Lösungen suchen. Ja, auf der Kaspar-David-Friedrich-Straße fahren, ich habe gerade nachgeguckt, 8.400 Autos am Tag. Verkehrsmengenkarte Dresden eingeben, unter Verkehr, unterhaken, Verkehr pro Tag nachgucken. Ich lüge nicht, es stimmt. 8.400. Zu der Zeit, wo wir die Planungen beschlossen haben, waren es 13.600. So, das heißt, der Verkehr ist da schon um 50%, der Autoverkehr um 50% runtergegangen. Auf dem Zellischen Weg fahren jetzt 24.000, 23.000 Autos. Auf der Leipziger Straße, wo es kein eigenes Gleisbett gibt, wo die Autos gezwungen werden, hinter der Bahn zu fahren, fahren 21.000, 22.000 Autos. Bautzener Straße, wo die Autos gezwungen werden, hinter der Straßenbahn, fahren auch 22.000, 23.000 Autos. Wenn Sie jetzt mal ideologiefrei Vernunft walten lassen. Sie haben eine Kreuzung mit 8 Spuren, 2 geradeaus, 2 rechts. Ja, die Autos können da brumm, brumm drüber. Eine Straßenbahn, die eigenes Gleisbett hat. So, dazwischen 600 Meter, wo überhaupt kein Hindernis ist. Danach wieder eine riesige Kreuzung und einen um 50% heruntergegangenen Verkehr, der vergleichbar ist mit anderen Straßen, die sich jeden Tag angucken können. Ja, die Bautzener Straße, den Berg da hoch, an den Schlössern vorbei, das ist, ja, sage ich mal jetzt, nicht Sodom und Gomorra. Das ist doch nicht Dauerstau. Das ist doch nicht so, dass wir da irgendwie anfangen, die Revolution auszurufen. Machen Sie doch mal Ihr Hirn an. Oder hören Sie auf, den Leuten irgendwie Quatsch zu erzählen. Wenn hier 22.000 Autos funktioniert, dann funktionieren 22.000 Autos auch woanders. Insbesondere, wenn diese Planungen, ich kann nur jeden ermutigen, wenn man nicht gerade einen Horrorfilm hat, guckt man sich diese Planungen an. Es ist unfassbar breit. Da wird kein Auto jemals in irgendeinem Stau stehen. Und ich hoffe, dass wir diesen Straßenzug und diese neue Straßenbahnlinie noch zu meinen Lebzeiten gebaut bekommen. Dankeschön. Okay, dann machen wir mit Johannes Lichti weiter, danach Frau Krause.
Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte mir eigentlich heute vorgenommen, heute mal nicht vorzugehen. Aber ich würde trotzdem zwei Dinge hier gerne sagen und ich schließe mich dem Kollegen Würz an, der leider ausscheiden wird. Man muss ja jetzt nicht mehr so viel Rücksicht nehmen. Wir erleben hier gerade wieder mal dieses böse Spiel, was hier untergründig seit Jahren läuft, dass einerseits die Autolobby, die, sage ich mal, von ihren Lieblingsspielzeugen nicht lassen möchte, also immer wenn irgendwo nur mal einen halben Meter vielleicht mal im Radverkehr zugeschlagen wird, dann tilt ja völlig aus, dann geht die Welt unter. Und der Radlobby, jetzt vertreten durch den Redner, der gerade geredet hat, und insbesondere von Frau Krause, die dann aber auch wirklich jede Planung, die wir schon jahrelang irgendwie verabschiedet haben, durch das wir noch einmal in Frage stellen muss und die uns im Bauausschuss mit, sehr speziellen Änderungsanträgen erfreut hat und dort uns die Zeit gestohlen hat. Dahinter steht ein Grundsatzkonflikt. Und den möchte ich aussprechen. Martin Schulte-Wissermann hat es nur wieder implizit getan, aber nicht explizit getan. Der Grundkonflikt ist der, wollen wir tatsächlich eine ÖV-Förderung haben oder wollen wir sie nicht haben? Wenn wir eine ÖV-Förderung haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Straßenbahn schnell durchkommt. Weil nur dann kann sie den Rückstand, das ist das, was Sie nicht verstehen wollen, den Rückstand von 3 bis 4 Kilometer in der Durchschnittsgeschwindigkeit gegenüber dem Autoverkehr auch nur gleichziehen. Ich rede ja gar nicht von schneller. Ja? Wir haben hier eine massive Benachteiligung des ÖV in Dresden gegenüber dem MIV und wir kommen lange nicht so schnell voran, wie wir vorankommen müssten, wenn wir tatsächlich die Verkehrswende wollten. Und das bedeutet eben an einer Hauptstrecke wie am Zellischen Weg ein eigenes Gleisbett. Ja, selbstverständlich. Und wer das nicht anerkennt, wie es meine beiden Vorrednerinnen getan haben, wie sie es ihre ganzen Politik schon immer getan haben, dann kommen wir eben auch nicht vorwärts. Und dann ist es eben so. Und ich stimme Thilo Wirtz vollkommen zu. Es ist absurd, dass wir jede Planung, die wir vor 5, vor 10, vor 15 Jahren, 3 Jahre lang diskutiert haben, dann immer noch, wenn dann jemand Neues ins Stadtrat kommt, dann wieder alles wieder aufmachen. Es ist auch natürlich der Herr Kühn. Warum braucht die Verwaltung 8 Jahre, um eine beschlossene Verplanung umzusetzen? Und dann wissen wir, dann kommt ja noch der Freistaat Sachsen, Thomas Löser, ich habe 2019 gehabt, dann macht wenigstens was, dass die Planfeststellung schneller geht. Erreicht habt ihr nichts, wie ihr auch sonst nichts erreicht habt. Wir haben mittlerweile Planfeststellungszeiten von 6 Jahren. Von 6 Jahren. Sorry, du bist Teil dieser Koalition und du hast genau gar nichts gerissen. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. So, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Und jetzt ist mal die Verwaltung dran, lieber Thomas. Kannst wieder runterkochen. Ne? Also. Als im Jahre 2023, im Januar, da so eine verrückte kleine Fraktion, die damalige Dissidentenfraktion, zum Oberbürgermeister gekommen ist und einen Deal gemacht hat. Erinnert euch alle noch an den Klimabeirat, den die CDU dann wieder vergessen hat und so weiter und dann verzögert wurde 1,5 Jahre und so weiter. War dort in diesem Paket, was wir in die Hauptsatzung reingeschrieben haben, ein sehr interessantes, aber mir sehr wichtiges Detail, was leider völlig vergessen worden ist. Hat keiner ernst genommen. Keiner hat es ernst genommen. Da steht nämlich drin, dass diese Leitstelle für zentrale Klimaschutzstrategien beim Oberbürgermeister, die es bis heute nicht gibt, dass dort auch geprüft werden solle, wie denn Planungsverfahren beschleunigt werden können. Weil es ist ja schon lange ein untragbarer Zustand, der hier in dieser Stadt steht, dass wir mit den Investitionen nicht vorankommen. Passiert ist nichts, gar nichts. Auch bei Herrn Kühn ist nichts passiert. Und ich kann mich wirklich, Thilo Wirtz, nur anschließen. Wenn wir es nicht schaffen, hier deutlich schneller zu werden und auch deutlich, sage ich mal, konziser und, sage ich mal, bei der Spur bleibend im Stadtrat, dann können wir hier mit der Stadtentwicklung einfach einpacken. Und ich wünsche mir einfach, dass das mal fraktionsübergreifend einfach mal in die Köpfe reinkommt. Jetzt noch ein allerletzter Satz. Ja, ich bin ja schon leider ziemlich lange in diesem Stadtrat. So, als ich hier angefangen habe, Herr Dr. Brauns, jetzt kommt was, passen Sie auf, ja? Da saß ich mit CDU-Leuten im Bauausschuss. Da gab es noch einen Gunter Thiele. Werden sich viele an ihn erinnern. Der hatte völlig falsche Positionen verkehrspolitisch. Aber der hat gesagt irgendwie 5 Minuten, das ist unsere Position. Punkt, dann war es ja oder nein und dann war es vorbei, dann wurde dann abgestimmt.
Es war aber eins hier ganz wichtig, was auch gerade der CDU wichtig war. Man hat im Grunde gesagt, wir müssen vorwärts kommen. Und dann beschließen wir auch mal was. Und dann beschließen wir auch mal schneller was. Einfach, dass es vorwärts geht. Und genau diese, ich muss ja heute schon sagen, Tugend ist verloren gegangen. Und ich wünsche mir, dass die vielleicht wieder hier in den nächsten Stadtrat einzieht. Danke. Gut, dann ich würde mal fragen, gibt es weiteren Redebedarf? Wenn nicht, würde man nach Frau Krause die Rednerliste abschließen und dann zur Abstimmung kommen. Ich habe ja manchmal den Eindruck, ich muss einen Notarzt hier rufen. So, jetzt haben wir noch eine Stunde und jetzt versuchen wir die Stunde noch hier vernünftig über die Runde zu kriegen. Frau Krause, bitte. Danke, Herr Erster Bürgermeister. Eigenes Gleisbett, lieber Johannes. Selbstverständlich ist die Grüne Fraktion und auch in meiner Person dafür, dass es auf dem Zellischen Weg ein eigenes Gleisbett für die Straßenbahn gibt. Was du jetzt erzählt hast, ist einfach nur boshaft, denn die Zeitverschwendung, die du mir vorwirfst, die wir im Bauausschuss begonnen hätten, weil ich mir gewagt habe, das Antragsrecht zu ziehen und mich mit der Thematik inhaltlich auseinanderzusetzen, enthielt auch einen Punkt, da habe ich genau das beantragt, was ich vorhin gesagt habe, was ich sozusagen im Grundsatz an dieser Planung kritisiere, dass wir es dazulegen, dass wir die sehr unterstützenswerte ÖPNV-Unterstützung einfach daneben legen, ohne zu sagen, wir sind jetzt konsequent und sagen, wir verzichten jeweils pro Richtung auf eine Autospur. Das habe ich beantragt, außer den Grünen haben das alle abgelehnt, was ich in einer gewissen Logik auch nachvollziehen kann. Wer das nicht abgelehnt hat, ist Johannes Lichti, der hat sich zu dem Punkt enthalten. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle auch mal öffentlich machen. So. Und man hätte auch übrigens in Radverkehrsbelangen auch 2016 für eine vernünftige Planung sorgen können. Das ist aber leider nicht geschehen. Es ist vor meiner Zeit gewesen. So, und deswegen möchte ich auch noch mal auf eine Sache hinweisen, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich der Fritz-Förster-Platz. Diejenigen im Bauausschuss, die sich damit auseinandergesetzt haben, die haben es vielleicht gesehen. Der Fritz-Förster-Platz hat keine durchgängige Radverkehrsführung. Es ist nicht möglich, vom Nürnberger Ei direkt zur Slup zu fahren beispielsweise oder in die andere Richtung. Die Stadtverwaltung hat sich entschieden, damit man von den 6 Autospuren, die dort am Knoten vorhanden sind und den 2 Straßenbahnspuren, die ich nicht antasten möchte, nicht was wegnehmen muss, dass man den Radverkehr und den Fußverkehr in einer gemischten Führung führt. Das heißt also, ich möchte mit dem Fahrrad zur Slup fahren. Ich sehe neben mir 4, 23 Stunden am Tag leere Autospuren und muss mich aber über den Fußweg schlängeln, hat die Stadtverwaltung erkannt, okay, es könnte Konflikte mit dem Fußverkehr geben. Was haben sie gemacht? Sie haben den ganzen Platz mit Bäumen bepflanzt, damit die Fahrradfahrer nicht so schnell sind. Auf einer Straße, wo nebenan 4 volle Autospuren in die eine Richtung sind und 2 in die andere. Ich empfinde das als keine richtig durchdachte Planung in einer Uni-Gegend, wo man mit relativ viel Radverkehr rechnen darf und auch mit relativ viel Fußverkehr. Also Leute, die aus dem Bus kommen, aus der Straßenbahn kommen und dort die Uni-Gebäude erreichen wollen. Wir haben auch an der Hochschule viele Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, die andere Einschränkungen haben. Die werden dort tatsächlich völlig ausgebremst dadurch, dass da überall Bäume stehen, um die man dann herumkurven soll. Und ich freue mich sehr, dass der Bauausschuss gesagt hat, wir gucken uns das nochmal an, liebe Stadtverwaltung, bitte prüft auch das nochmal. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Thema, was haben die Grünen in der Regierung erreicht? Auf Landesebene, da kann ich dazu nur sagen, wir haben uns sehr dafür eingesetzt in den Haushaltsverhandlungen, dass es bei der Landesdirektion mehr Stellen geben soll. Da sind wir am Finanzminister gescheitert und es tut mir sehr leid, da hätte man tatsächlich mehr tun können, aber da kann es ja vielleicht in Zukunft noch mal eine Verbesserung geben. So, jetzt würde ich sagen, wir hatten die Rednerliste abgeschlossen. Es gab keinen Widerspruch. Doch, ich habe gefragt. Wir können jetzt auch so weitermachen, es war sonst üblich, Dana Frohwieser, aber bitte, Herr Lichti. Ja, hört da auf. Das war üblich bisher, das Verfahren. Es wurde gefragt, ob es Widerspruch dagegen gibt. Herr Erster Bürgermeister, so, Herr Lichti, ich wollte natürlich auch nicht mehr reden, aber da mich Frau Krause persönlich angesprochen habe, muss mir dieser eine Satz gestattet sein.
findet. Weil sie hier wieder eine Fachdebatte aufgemacht hat, die eigentlich nicht in den Stadtrat gehört. Ja, ich habe nicht einer Verkleinerung auf eine Fahrspur, habe ich im Ausschuss nicht zugestimmt. Meine persönliche Meinung ist, dass das durchaus möglich wäre fachlich, aber ich mich an diesen Kompromiss, den wir 2016 mit meiner Stimme beschlossen haben, an den halte ich mich. Und ich halte es für grundsätzlich ungut, und das war der Kern meiner Rede, wenn wir bei so langen Planungsverfahren nach 8 Jahren noch einmal alles umwerfen. Darum ging es mir. Okay, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich würde zuerst den AfD-Ersetzungsantrag aufrufen. Wenn der eine Mehrheit bekommt, ist das so beschlossen. Wenn er keine Mehrheit bekommt, würde ich über den federführenden Ausschussbericht abstimmen lassen. Deswegen zunächst erstmal, wer dem Ersetzungsantrag der AfD-Fraktion zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 16 Ja, 43 Nein, eine Enthaltung so nicht bestätigt. Deshalb kommen wir zur Abstimmung des federführenden Ausschussberichts. Wer hier seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Dann ist das mit 42 Ja, 16 Nein, 2 Enthaltungen so beschlossen. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Top 24. Hier geht es